Es war ein spannender Wahlabend in Tübingen. Nun steht das Ergebnis des ersten Wahlgangs fest und zeigt, dass Boris Palmer trotz zweier starker Konkurrentinnen die Tübinger Oberbürgermeisterwahl für sich entscheiden konnte. Und das gleich im ersten Wahlgang. Er ist der Sieger des Abends, Boris Palmer. Mit einem Ergebnis im ersten Wahlgang hätten wohl die wenigsten gerechnet. Und doch, schon nach der ersten Auszählung des ersten Wahllokals zeichnete sich ein Trend ab, der sich im Laufe des Abends nicht mehr ändern sollte. Boris Palmer erzielt über 50% der Stimmen. Nach Auszählung aller 74 Wahllokale ist das vorläufige Endergebnis eindeutig. Palmer holt mit 22.283 Stimmen und damit 52,4% die absolute Mehrheit. Und das, obwohl er bei dieser Wahl ohne Unterstützung der Grünen und zum ersten Mal als parteiloser Kandidat ins Rennen ging. Palmer selbst hatte sich solch ein Ergebnis erhofft. Ich habe die letzten Wochen mit großer Verwunderung gelesen, was über diese Wahl alles geschrieben wurde. Mein Bild der Stadtgesellschaft war ein anderes und ich bin froh, dass ich mich nicht getäuscht habe. Und natürlich möchte er gemeinsam mit den Menschen feiern, die auf den Tübinger Marktplatz gekommen waren. Doch mit einem Blick schaut er auch schon wieder auf die anstehende Arbeit. Ich bin tatsächlich erleichtert, aber ich merke auch, dass die Verantwortung schon wieder sehr schwer wiegt, weil ich eigentlich morgen wieder ins Büro müsste. Die großen Krisen warten nicht auf Wahlergebnisse. Als harte Konkurrenz wurden im Vorfeld die SPD-Kandidatin Sophie Geisel und die Kandidatin der Grünen Dr. Ulrike Baumgärtner gehandelt. Die Ortsvorsteherin von Weilheim, Ulrike Baumgärtner, erhielt 22% der Wählerstimmen. Na ja klar, ich bin angetreten, um zu gewinnen und ich bin es nicht geworden. Von dem her ist es natürlich auch eine kleine Enttäuschung. Aber mit 20% braucht man sich nicht verstecken und wir haben einen sehr, sehr guten, engagierten Wahlkampf geführt. Vielen Dank auch an allen, die da wirklich unglaublichen Einsatz geleistet haben. Und wir haben auch Themen gesetzt, die bisher einfach zu wenig bearbeitet wurden. Und da erwarte ich jetzt auch von dem neuen alten Oberbürgermeister, dass er diese Themen auch angreift und umsetzt. Sophie Geisel bekam 21,4% der Stimmen. Das ist sicher nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht hatten, aber es ist, wie es ist. Die Tübinger haben Boris Palmer gewählt. Ich glaube, die Stadt ist sehr eng verwurzelt mit Boris Palmer. Sie ist, man hat viel über ihn gesprochen in Tübingen und bundesweit und das ist, glaube ich, schon auch ein Ergebnis davon. Markus Vogt von der Partei holte 2,2% der Stimmen, Frank Walz 1% und Sandro Vidotto 0,8%. Auf die Rubrik Sonstige Stimmen fielen 0,2%. Besonders beeindruckend war die Wahlbeteiligung. Die lag am Ende laut der Stadt Tübingen bei 62,6% und damit deutlich höher als noch bei der letzten Wahl 2014. Und Boris Palmer, der bedankte sich nicht nur bei seinen Wählern, sondern bei seiner Familie und besonders bei seiner 81-jährigen Mutter, die auch vor Ort war. Nach 16 Jahren Boris Palmer wird es also keinen Wechsel an der Rathausspitze geben, sondern für die nächsten 8 Jahre weiterhin einen OB, der manchmal polarisiert, aber auch als Vorreiter vorangeht. Einen ausführlichen Bericht zur spannenden Oberbürgermeisterwahl in Tübingen sehen Sie dann morgen Abend bei uns in den Nachrichten.